Herzlich willkommen zurück zu My Time at Sandshark. Ja, ein neuer Tag ist angebrochen. Und mal gucken, der letzte Tag war ein bisschen chaotisch. Ich war einfach nur glücklich, dass ich das Mapo Tofu da zusammengekriegt habe. Aber mal schauen, ich glaube, heute ist der Tag, an dem wir... Machen wir heute das Foto? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es ja sehen. So, erstmal alles wieder einsortieren. Ein bisschen Platz machen. So, diese Reisdinger brauchen wir erstmal nicht. Die haben wir ja nur für die Santa Cruz gebraucht. Oh, da ist ja was los bei uns hier. Verbrathaus. Liebe Sandhockerinnen und Sandhocker, morgen ist der Tag des Fotoshootings im kleinen Wald bei der Gecko-Station. Es wird erwartet, dass das Wetter perfekt sein wird. Zieht eure schicksten Sachen an. Sandhock Rathaus, Bürgermeisterin Trudi. Okay, das heißt nicht heute, sondern morgen. Na gut, ich kann auch damit leben. Können wir machen. So, hier haben wir noch ein bisschen was reingepackt. So, unsere morgendliche Runde müssen wir hier auch noch kurz erledigen. Ja, wir machen noch mehr davon. Ressourcen sind zum Ausgeben da, ne? Hier haben wir eigentlich so weit genug von, ne? Machen wir dann noch mehr davon. Okay. Und hier nochmal. So. Wie sieht's aus? Okay, wir könnten vielleicht heute in die Wüste noch gehen. In den Holzstöcken. Genau, ein paar Bronzestäbe bräuchten wir dann auch noch. Ich möchte auch das Schild endlich hier fertig kriegen. Das habe ich ja auch so ein bisschen sausen lassen. Davon habe ich ja gar nichts auf Lager. Dann machen wir hier noch ein bisschen was. So, das Tau einsammeln, den Tau einsammeln. Ein bisschen Gummischrott, Kupferschrott, so. Das sieht schon mal gut aus. Ich sehe schon auf der Karte, wir haben ein paar Ereignisse oder mindestens ein Ereignis. Schauen wir auch gleich. Wo ist das? Da vorne. Geflüster des Herzens. Ui. Das hört sich ja interessant an. Geflüster des Herzens. Okay, dann galoppieren wir da mal eben rüber. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich wollte eigentlich meinem Kamel einen Namen geben. Ich habe das nämlich komplett wieder sausen lassen. Da muss ich auch noch drauf kommen. Ja, mache ich noch, mache ich noch. Ich habe mich da eigentlich für den Namen Rosso entschieden. Ich muss das nur noch abändern. So, was ist hier los? Oh, Ernest und Trudi. Ich schätze, du fängst einfach mit einer Vorstellung an und erzählst ein bisschen was über dich. Was immer dir in den Sinn kommt. Ich bin Trudi. Ich habe mein ganzes Leben in Sandrock gelebt. Ich wurde hier zur Bürgermeisterin gewählt, nachdem mein Mann Theodore, der frühere Bürgermeister, bei einem Sandsturm ums Leben kam. Als Bürgerin habe ich zugesehen, wie Sandrock geschrumpft und fast verschrumpelt ist. Deshalb ist es jetzt meine Aufgabe, nein, meine Pflicht, diesen Ort am Leben zu erhalten. No. Ich mag Trudi. Was ich natürlich nicht ohne die Hilfe all meiner lieben Freunde und Kollegen tun könnte. Gut, ja, das ist gut. Das können wir gebrauchen. Also gut, fangen wir mit den Fragen an. Für viele Außenstehende ist die Denkweise in Sandrock schwer zu verstehen. Wie du gesagt hast, schrumpft Sandrock, aber es scheint, als hättet ihr alle noch die Möglichkeit, euch aufzurappeln oder einen wohlhabenderen Ort zu ziehen. Warum tust du das nicht? Warum in dieser Stadt bleiben? Oh, das ist eine fiese Frage. Wow, meine Güte, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Naja, ich versuche, mich kurz zu halten. Du weißt ja, wie die Leserinnen und Leser heutzutage sein können. Komplett ohne nennenswerte Aufmerksamkeitsspanne. Das stimmt. Also gut.
Nun, einfach gesagt, dieser Ort bedeutet uns etwas. Für Leute wie mich ist er seit unserer Kindheit ein Teil unseres Lebens. Alles, was wir je erlebt haben, geschah rund um diese Oase. Wir tun das für Martel, für Rhonda, Theodore, für all die Menschen, die wir hier verloren haben. Die Menschen, die diesen Ort um jeden Preis geliebt haben. Wenn wir Santok verschwinden lassen, lassen wir ihre Erinnerungen mit ihnen verblassen und lassen zu, dass ihr Opfer sinnlos ist. Oh, da kriegt man ja wieder Pipi in den Augen, ne? Das werde ich nicht zulassen. Trudi! Oh, Entschuldigung, war das zu lang? Vielleicht kann ich das umformulieren. Ach Mensch. Ich habe nur... Er hat bestimmt auch Pipi in den Augen. Das war gut. Das können wir gebrauchen. Nächste Frage. Oh. Okay. Und das war das Geflüster des Herzens? Oh, was ist, wenn euch das Wasser ausgeht? Sagt sie was dazu? Das ist eine gute Frage. Wie kam es zum kleinen Wald? Vielleicht kann Zeke das beantworten. Das sind aber recht kurze Antworten hier. Wer ist dein liebster Handwerker? Oh, komm schon, du kannst es mir sagen. Natürlich ich. Sag, dass ich es bin. Ja, daran haben wir gedacht. Voll die ausweichenden Antworten, Trudi. Was ist hier los? Wer inspiriert dich? Das ist eine lange Geschichte. Ich will sie hören. Was ist deine Lieblingsfarbe? Aber das kann sie doch antworten. Das ist ein guter Punkt. Ach toll, Ausweichantworten. Ich will Fakten, Fakten, Mann. Ich bin doch dein Lieblingshandwerker, oder nicht? Sag es. Wenn ich ehrlich bin, liegt mir die Baumpflanzung nicht wirklich am Herzen. Natürlich freue ich mich sehr für Santok, aber ich bin mehr daran interessiert, an meinem Roman zu arbeiten, weißt du? Ernest! Hallo? Mein Lieblingsautor Lev hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Natürlich habe ich es vorbestellt und, willst du es lesen? Wenn ich fertig bin, kann ich dir es eher ausleihen, solange du die Seiten nicht knickst. Wie großzügig von dir, Ernest. Ah ja. So. Dafür kriegst du einen Pilz. Oh. Heidi war die Beste ihrer Klasse und zur am weltberühmten Designinstitut Vincent in Atara. Wir haben großes Glück, dass wir sie haben. Ich kann mir vorstellen, dass es anderen Leuten gefallen könnte. Danke. Okay. Dann laufen wir jetzt auch raus. War ganz nett. Kann ich mitleben. Mit dem Interview. Huch, da ist noch was. Ja. Oh, Pablo. Der offene Architekturwettbewerb hat etwas, bla bla bla, seine Gewinner gekürt. Oh. Da bin ich ja jetzt gespannt. Hey, hey, runter mit dir. Wenn du im Weg stehen musst, lies doch zumindest alle Einzelheiten vor. Ist Heidi dabei? Oh. Jetzt bin ich auch gespannt. Was steht da? Langsam, mein Freund. Das Lesen ist ein Vorgang, der Spaß machen soll, den man genießen kann. Jedenfalls, wie gesagt, etwas. Folgende Architekten haben sich von der Konkurrenz abgesetzt. Also, der offene Architekturwettbewerb, der durch das Designinstitut Vincent gefördert wird, hat alle Beiträge erhalten und die Gewinner gekürt. Die folgenden Architekten haben sich im Wettbewerb durchgesetzt. Sie erhielten Auszeichnungen und werden gebeten, einen weiteren Beitrag für die Finalrunde einzureichen. Platz 1, Heidi aus Santok. Platz 2, Gast aus Portia, den kenne ich auch. Platz 3, Susan aus Atara. Platz 4, Dot aus Highwind. Und Platz 5, Ale aus Großhimmel. Um Himmels Willen, komm jetzt endlich mal zur Sache, Mann. Na gut, mein Freund, ich werde mal nachsehen. Oh, hey, da ist sie ja. Platz 1, Heidi. Da muss man feiern. Oh mein Gott, Heidi, auf der Liste, ganz oben.
süß. Ja, Heidi, da kommt sie. Da ist sie auch schon. Achtung, pass auf. Heiße Waren anmarsch. Sieh mal, Heidi, du hast in der ersten Runde des Wettbewerbs gesiegt. Damit hast du im Grunde schon das gesamte Ding gewonnen. Glückwunsch, jetzt wird gefeiert und vorbereiten. Ich bin auch dafür, dass wir das feiern. Oh, wie geht's, Leute? Sie scheint nicht begeistert zu sein. Du hast ein Outfit für die Verleihung, oder? Nein, natürlich nicht. Keine Angst, ich habe schon verschiedene Optionen für diesen Anlass vorbereitet. Wenn du auf die Bühne gehst, um deine Auszeichnungen anzunehmen, dank dem Licht, dann bei deinen Eltern, dann mir, deiner Inspiration und danach zeig es denen, die sich über dich lustig machen. Jedem, der gesagt hat, du wirst nie etwas werden. Sieh mich jetzt an. Süß. Sieh dich jetzt an. Du verstehst, was damit gemeint ist. Dann schnell zurück zu einer positiven Sache. Lächle, bedanke dich noch einmal beim Licht und Szene. Alles klar. Hey Heidi, sieh dir das an. Hier heißt es, dass du, wenn du gewinnst, einen ganzen Haufen Geld kriegst. Einen ganzen Haufen. Einen Haufen. Was willst du tun? Was machst du mit diesem Geld, Heidi? Ja. Da bin ich auch gespannt. Keine Ahnung. Es ist nicht Bargeld, sondern Geld für ein Projekt. Oh. Können wir das für Centaur gebrauchen? Bestimmt. Nun, wenn du es nicht magst, darf ich es haben? Ja, wer nicht will, der, wenn ich, ja. Nicht traurig sein, Mädchen. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand so darüber aufregt, einen Wettbewerb gewonnen zu haben, für den er sich selbst angemeldet hat. Hä? Du hast recht, ich müsste eigentlich aufgeregt sein. Nur, möglicherweise belastet mich der Druck. Ich gehe besser spazieren. Oh nein, sie ist nervös. Ich kann es aber auch verstehen. Ich wäre auch nervös. Das, meine Damen und Herren, ist genau das. Der Fluch des Perfektionismus. Sogar das Gewinnen ist nicht genug für unsere liebste Heidi. Wie traurig. Oh ja, das ist wirklich belastend. Jedes bisschen Schönheit, das sie in unsere langweilige Welt steckt, ist wie ein Seufzer des Schmerzes, der aus ihren Fingerspitzen kommt. Oh, diese Menschlichkeit. Oh, die große Bewunderung, die das alles auslöst. Pablo, der kleine Poet. Das stimmt. Ja, ich muss wahrscheinlich auch los. Bis später, Rainy. Joa. Heidi wirkt merkwürdig aufgebracht. Soll ich mal nach ihr schauen? Ja, machen wir mal, ne? Wir gucken mal, wie es ihr geht. Ach, das ist dieses Geflüster des Herzens. Ach so. Okay. Na gut. Hey, Pen. Na, was macht dein Magen? Geht's dir gut? Natürlich bin ich nicht eingeschnappt, dass Mathilda im Rampenlicht für die neueste Wendung der Ereignisse steht. Ich habe ja schon meinen Platz als Frühlingsmotiv in diesjährigen Sexy Adventures Kalender. Du weißt schon, der in Atara veröffentlicht wird. Es ist doch schön, andere ein bisschen im Rampenlicht stehen zu lassen, oder? Nein, das hat er nicht gesagt. Spaghetti Arm, was treibst du so? Ich habe gerade ein paar Stunden damit verbracht, nackt vor dem Spiegel zu stehen und zu denken, was für ein Prachtexemplar. Dieser Junge ist einzigartig, definitiv besonders. Ich kann nie mehr. Junge. Ja. Aber den Kalender bin ich interessiert. Was ist das? So, wir brauchen auf jeden Fall Wasser, das sollte ich nicht vergessen. Ganz wichtig. Und vielleicht noch ein bisschen von dem Zeugs. Ja. Vielleicht. Und ein bisschen Dünger. Mir geht immer alles so schnell aus. So. Okay. So, Heidi. Was ist los mit dir? Oh, ja. Es sieht ein bisschen danach aus, dass sie ganz schön angespannt ist. Verdammt, habe ich dich damit erwischt? Entschuldige, Rainy, ich hätte es auch aufheben wollen. Ganz ehrlich. Ja, Burgess ist ja auch schon unterwegs, ne? Hey, es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man sie zusammenknüllt und wegschmeißt. Verstehst du? Feierst du nicht deinen Sieg? Du bist aufgeregt wegen der kommenden Runde? Ist alles in Ordnung? Sie ist aufgeregt, ne? Ja. Nun, es ist weniger die Herausforderung, die mich stört. Es ist eher etwas anderes. Aber keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Es geht mir gut.
mit Fragezeichen. Es geht ihr also nicht gut. Schon gut, Rainy. Ja, ich schätze, ich habe die Nerven nicht im Griff. Okay, das ist die Kurzfassung des Problems. Also sehe ich, dass die Bekanntmachung veröffentlicht wurde, Architekturwettbewerb. Ich sehe mir an, wie hoch das Preisgeld ist. Es ist viel. Das Designinstitut Vincent veranstaltet ihn und ich glaube, ich weiß ganz genau, was diese Typen wollen. Ich wette, dass ich bestimmt gewinnen werde. Ja, aber wo ist denn das Problem? Und weißt doch, dass wir in Sandok ständig in Geldnot sind. Also, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um etwas Ausgefallenes zu produzieren, wovon ich wusste, dass sie es lieben würden. Du hast ihnen den Rücken gestreichelt, nur um sie ein bisschen zu kratzen? Hey, was immer du nimmst, um zu siegen. Das mit dem Kratzen, finde ich, ist ein interessanter Vergleich. Nun ja, nicht, dass ich jemanden verletzt hätte. Im Gegenteil, das stimmt. Darüber rege ich mich auch nicht auf. Ich bin nur deshalb so gestresst, weil rate mal, wer der Hauptrichter des Wettbewerbs ist. Meisterin Werner, ich habe gedacht, sie hätte zu viel damit zu tun, so etwas zu überwachen. Also, ich war begeistert, aber nun ja, natürlich. Oh. Sobald ich in der Zeitung meinen Namen sehe, muss ich nur einen Blick in den Briefkasten nehmen und schon, hier, schau es dir selbst an. Dein wahres Ich ist wieder da. Ich sah deinen Beitrag für unseren Wettbewerb und brauchte nicht mal einen Blick auf den Namen zu werfen. Ich erkannte den Stil, die Geschmeidigkeit und die einfache Komplexität, die du nur bieten kannst, im Nu, Heidi. Ich sitze hier im Büro und warte mit Spannung auf deinen endgültigen Beitrag. Sandok hat dein Talent zu lange eingeschränkt, Liebes. Es ist Zeit, dass du dich losmachst und dich befreien kannst. Werde zu der dekonstruktivistischsten Wahnsinnigen, zu der du schon immer werden wolltest. Und in dem Moment, in dem du den Wettbewerb gewinnst, bitte ich dich, komm zurück nach Hatara, Designinstitut Vincent Meisterin Werner. Ich habe gedacht, dass wir uns darüber einig sind, dass ich wieder zurückkomme, aber nun will sie unbedingt, dass ich... Doch. Hey, ist das ein Schreibfehler? Ich fühle mich, als ob ich bei diesem Wettbewerb dabei bin. Es ist, als würde ich ihr beweisen, dass sie recht hat. Das alles belastet mich. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann dieses Ding nicht einmal gewinnen, selbst wenn ich es möchte. Und soll ich mich überhaupt weiter so um sie kümmern? Bleib dir selbst gegenüber treu, lasse dich nicht unterkriegen. Eine schwere Entscheidung, aber es geht um eine Menge Geld. Gewinne nur das Geld und jage ihr nach. Ich würde das Erste nehmen. Bleib dir selber treu. Wenn du das nicht willst, dann musst du das ja auch nicht. Es ist schön zu hören, dass du hinter mir stehst, Rainy. Jo, auf jeden Fall. Weißt du was? Möglicherweise ist es noch schöner, ins Rampenlicht zu kommen, als einen Preis zu bekommen. Jeder sieht meinen Entwurf. Vielleicht lockt es ja Interessenten an, in ein Projekt zu stecken, das ich auch wirklich haben möchte. Ja, das wäre also geklärt. Ich werde mein eigenes Design entwerfen, was wir in Sandok wirklich nötig haben. Das wird eine Botschaft sein. Ja, das finde ich gut. Und vielleicht stehen sogar einige andere Richter hinter mir. Ich habe ja eine Sandschutztechnik, gegen die man sich nicht wehren kann. Ja. Finde ich gut, Heidi. Gut so. Ich habe jetzt eine Vorstellung. Eine schnelle Runde im Dorf, um mich inspirieren zu lassen. Und dann geht's auch schon weiter. Vielen Dank, Rainy. Das Gespräch mit dir hat wirklich geholfen. Wieso komme ich nicht mit? Ich wäre dabei, aber ich habe zu tun. Also, ich würde wohl mitkommen. Nun klar, ich denke, das würde sogar sehr helfen. Lass uns mal herumgehen und schauen, ob wir nicht auf eine Idee kommen, die sie vom Hocker reißt. Joa. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Ups. Ausgerutscht. Achso, sie kommt jetzt mit. Müssen wir irgendwo hier hin? Okay. Aber, hey Feng. Hi. Na? Mein Vogel will wissen, ob es dir gut geht, ob du dich genug ausgeruht hast. Oh. Ich nicht, nein. Ex sei still. Ah, wie süß. Hat ihn Ex da sich verplappert? So, hier kriegst du noch ein bisschen Mapo-Tofu. Genau wie bei Mutter. Danke, gute Erinnerung. Riecht wie zu Hause. Cool. Jetzt können wir ihm immer so schöne Geschenke machen. So, nehmen wir das mal mit. Oh, nehmen wir ihm gerade hier seine Kräuter weg?
Sorry, aber ich brauche auch immer dieses Grünzeug. So, und ich wollte das hier eigentlich erweitern, ne? Und ich habe auch gerade das Geld dazu, dann machen wir das eben. So, dann ist das schon mal fertig. Das wollte ich auch schon länger machen. Und okay, wir könnten auch später noch in die Ruinen. Ich will nur einmal kurz schauen. Wir haben auch schon länger keine Aufträge aufgenommen, ne? Hartholzdielen habe ich, glaube ich, noch welche. Vielleicht Segeltücher noch. So. Kartoffeln. Ah, ich kann keine mehr. Ah, das ist so ärgerlich, dass ich nur zwei Sachen aufnehmen kann. So kommt man natürlich auch nicht voran, ne? Seufzt. Nun, ich glaube, hier hat das angefangen. Ich habe hier gesessen und immer wieder diese Gebäude gezeichnet. Ich gab ihnen selbstverständlich auch Upgrades. Beim Blue Moon zeichnete ich immer einen großen Ventilator, der die Sandstürme wegpustete. Süß. Ich musste allerdings aufhören, sobald es dunkel wurde, falls meine Mutter mich nicht schon suchen würde. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde sie mir dabei helfen, meine Zeichnung zu vollenden und wir würden anschließend nach Hause gehen. Ich werde immer ein wenig wehmütig, was diese Zeiten angeht. Eine fröhliche Familie, keine Sorgen auf der ganzen Welt. No. Hey, das erinnert mich an mich. Meine Mutter und ich haben früher häufig kleine Wandmalereien auf die Berghänge gemalt. Eine davon ist nicht weit vom Dorf weg. Ich war so lange nicht mehr dort unten, wie es Pandamaus gibt. Los, komm, wir gehen hin. Ich zeig's dir. Okay. Eine Wandmalerei, da bin ich ja gespannt. Will ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ich will nur kurz meine Aufgabe erfüllen. Da muss ich kurz was wegbringen. Denn Geld und Aufträge sind nun mal auch wichtig. So, hierhin das Haus von Rianne und Danby. Dann haben wir das auch gleich erledigt. So, Rianne. Oh, du hast meinen Auftrag schon fertig. Ja, genau. Sehr gut, dann ist das soweit erledigt. Also, als ich geboren wurde, war es zu heiß, Mann. Der 19. des Sommers, aber das hat mich geprägt. Ja, ich hatte immer ein Eis am Stiel, wenn mein Geburtstag anstand. Das führte dazu, dass ich eine Menge Eisstiele hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich deshalb Tischler geworden bin. Das sind Fakten. Ja, der ist gut. Dannan ist so begeistert von Trudis Baumsache. Ich habe sie noch nie mit so viel Energie gesehen. Sie springt zu Hause die Wände hoch. Ich komme irgendwie nicht damit klar, Mann. Aber süß, dass sie sich so freut. So, was kann ich dir Gutes tun? Vielleicht hier so ein Artefakt? Es ist von dir. Das macht das zu etwas Besonderem irgendwie. Danke. Joa, bitte. Das machen wir auf jeden Fall. Und hier. Ah, ich brauche noch 6 Stück von den Segeltüchern, ne? Die muss ich dann noch herstellen. Ich dachte, ich hätte noch welche da. Aber es waren wahrscheinlich diese rauen Tücher, ne? Und nicht die Segeltücher, die ich hatte auf Lager. Da habe ich mich ein bisschen vertan, aber ist nicht schlimm. Wir können die hier auf jeden Fall herstellen. Ich hoffe, wir haben alle Zutaten dazu, aber ja. So, und einmal kurz bei Mabel Hallo sagen. Hey Mabel. Ich weiß, dass Trudi und Zeke die meiste Arbeit geleistet haben, wenn es um die ganze Wissenschaft geht, aber wenn Santok schon so viel Aufmerksamkeit bekommt, finde ich es besser, die Leute wissen zu lassen, dass wir einen starken und eine starke und fähige Priesterin haben. Cooper verwöhnt Elsie immer und das weiß sie auch. Er würde es nie sagen, aber Elsie weiß, wenn sie nur genug schmollt, wird der alte Paar immer nachgeben. Kein Wunder, dass sie sich ständig streiten. Sie wollen einfach nicht zugeben, dass ihre Diskussionen nur leeres Getue sind. Irgendwo sind die süß, ne? So, Rezepte. Sandkarpfen hat sie herumliegen. Okay, ich teile mein Rezept. Gedünsteter Sandfisch. Kriege ich ein bisschen Geld und Beziehungspunkte. Das ist ganz gut, würde ich mal sagen. So jung und schon ein paar Asse im Ärmel. Ich denke, ich werde das heute mal ausprobieren. Danke. Gerne, gerne. So, vielleicht kann ich ihr noch was Schönes schenken. Vielleicht das andere Ding so. Für mich, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, aber ich hatte es halt dabei. Und jetzt wollen wir in Richtung Berge die Sache mit Heidi erledigen. Oh,
Kaum habe ich wieder das ungute Gefühl, dass ich heute auch nicht mehr in die Ruinen komme. Immer das Gleiche mit mir. Aber diesmal ist es nicht meine Schuld. Wir haben hier genug, ja. Ups, komme ich da nicht hoch? Genug Ablenkung, auf die ich keinen Einfluss habe. Zack, zack, zack. Hier ist es. Ah, oh, ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, war was? War vor Atara. War das nicht hier? Ah, verdammt, ich weiß, dass es nah ist. Verteilen wir uns. Hier muss ich suchen. Oh. Ey, was willst du von mir, du Hühnchen? Bist du lebensmüde? Ihr seid selber schuld, wenn ihr mich so angreift. Sonst hätte ich euch ja in Ruhe gelassen. Ich bin immer für Leben und Leben lassen hier. Ah, da hinten ist das. Oh, ich muss das aufschlagen. Okay. Machen wir mal eben. Zack, zack. Oh. Oh. Aha, da ist es. Vielen Dank, Rainy. Guck mal, das ist bestimmt ihre Mutter, ne? Und die Ohrringe, die gleichen trägt sie jetzt auch, ne? Hat sie sie von ihr? Mein erster Gedanke, zum Glück habe ich eine unterstützende Familie, die verhindert, dass ich mit meinen Zeichnungen aufhöre. Das ist voll süß. Nun ja, ich habe es geschafft, meine Mutter einigermaßen gut zu zeichnen. Ja, das ist sie. Sie und Vater und sie waren schon zu Schulzeiten ein Liebespaar. Habe ich dir jemals von ihnen erzählt? Ah ja, die beiden waren wie in einem guten alten Liebesroman. Oh, süß. Meine Mutter hat den ersten Schritt getan, aber weil mein Vater ihre Beziehung nicht zerstören wollte, hat er Nein gesagt und es sofort wieder bereut und ist ihr nachgelaufen. Sie begannen gleichberechtigt. Ziemlich nett. Deine Mutter hört sich wie eine Macherin an. So beginnt es oft als nur Freunde. Tolle Geschichte und alles, aber die Konkurrenz? Hm. Ich finde, ihre Mutter hört sich wie eine Macherin an. Oder? Ja, das war sie. Das Beste, das man sich jemals wünschen könnte. Ich glaube, es war nicht lange her, nachdem ich das hier gezeichnet hatte, dass sie... Entschuldigt, ich hätte nicht vor schlechte Erinnerungen... Ich hatte nicht vor schlechte Erinnerungen zu wecken. Nein, nein, keine unangenehme Erinnerung. Ich meine, weißt du, es ist so lange her. Es tut gut, an die Sachen zu denken, die wir zusammen unternommen haben. Oh. Hey, weißt du was? Meine Eltern haben mir Mut zugesprochen, dass ich überhaupt an dem Wettbewerb teilnehmen kann. Wieso habe ich überhaupt überlegt, ob ich mitmachen soll? Hier, Rainy, ich werde dir zeigen, was ich alles gemacht habe. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen mehr, das alles noch toppen wird. Mann, meine Kopfhörer sind abgefallen. Ugh. So. Sieh es dir an, das ist eine Schule. Der Außenbereich ist wie das Wandgemälde. Er umarmt das Innenleben. Der Sand soll direkt vom Dach herunter. Ein Ort wie dieser wird noch für viele Generationen gut und stabil sein. Oh, es sieht toll aus. Sieht halt sehr pragmatisch aus jetzt, ne? Ich glaube, deine Mutter wäre stolz auf dich. Sie würde. Ein Moment lang fühlte es sich an, als ob sie wieder da wäre. Sie wusste immer Rat, wenn ich mutlos war und... Du hast dir auch ein paar Kreditpunkte erarbeitet. Ohne dich wäre ich noch immer in die Oase zurückgekehrt, um dort Müll zu entsorgen. ein Scherz, ich mache nie Müll und niemand soll das. Trotzdem vielen Dank, Rainy. Du hast es drauf. Ich soll jetzt lieber zurück ins Büro gehen und das hier fertig schreiben, solange ich noch Lust dazu habe. Mission abgeschlossen. Cool. Ich will unbedingt ein Foto davon machen. Das sieht voll gut aus. So als Erinnerung, wisst ihr? So. Ja, nicht unbedingt jetzt mit mir da drauf. So. Cool.
Okay, dann hätten wir das soweit auch fertig gemacht. Und so, einmal hier runter. Ich will einmal wieder zurück in Richtung Werkstatt. Ich würde schon gerne auch das Schild zu Ende machen. Aber ich glaube, mir fehlt da halt Holz, ne? Machen wir noch einen Abstecher schnell? Ich glaube, wir machen noch einen schnellen Abstecher in die Wüste. So. Dann heute eben keine Ruinen. Aber dafür machen wir das hier mit dem Schild weiter. Das ist auch wichtig. Das habe ich auch schon so lange jetzt hier stehen lassen. Das muss auch mal sein. Ja, aber ich sag das halt auch immer wieder, ne? Aber ich finde die Story-Elemente hier mit den Bewohnern und so, dass man was über ihre Vergangenheit erfährt oder auch über ihre Zukunft, ist eigentlich was richtig Schönes. Es erwärmt immer wieder mein Herz von Neuem. Und es macht dann auch viel mehr Spaß, hier auch zu spielen, ne? Und hier die Sachen aufzubauen und so weiter. Weil man weiß halt, ja, für wen man es macht, ne? So. Ich glaube, das waren die, glaube ich, wo man dieses versteinerte Holz bekommt, ne? Wir gucken mal. Hartholz. Ah, da, versteinertes Holz. Perfekt. Jo, ich habe die Quelle gefunden. Das heißt, wir werden jetzt hier so ein bisschen nach Holz suchen. Und vielleicht haben wir Glück und können dann auch das Schild dann auch endlich fertig machen. Wir können ja nebenbei hier auch so ein paar andere Sachen sammeln, wenn wir eh schon hier sind. Aber schon cool. So. Ein bisschen Sandgras. So häufig war ich hier ja noch gar nicht. Oh, da ist eine Kiste. Ja, wie konnte ich die denn übersehen? So. Rüstung, Teil 5. Okay. So, dann nehmen wir dieses. Oh Mann, das Kamel steht mir wieder im Weg. Rosso, geh mal ein Stück zur Seite. Du störst mich. Naja. Was soll's. Hauptsache, es funktioniert. Und zack, zack, zack. So, dann ist das auch soweit fertig. Haben wir hier noch was? Hier sind ein paar Gegner. Ich bin schon richtig stark, ne? Welches Level habe ich eigentlich gerade? Irgendwas um die 30, ne? Na gut, wir sind bei 20, 22, 24. Tja, gegen mich kommen sie da nicht an. Aha. Ich bin stark wie ein Bär. Da hinten sehe ich noch einen. Da rennen wir auch noch schnell hin. Oh, was ist das hier? Hier sind noch ein paar Mineralien oder so. Aber, oh, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Steht da? Ups. Roher Opal. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ich dachte immer, den kann man nur so aus anderen Sachen gewinnen. Aber so in Rohformat habe ich den noch nie gesehen. Cool. Die müssen wir dann auf jeden Fall auch abbauen. Weil unsere Kätzchen lieben ja diese Opale. Die spielen gern damit. So, und das Ding werden wir jetzt auch noch schnell klein hacken. Ah, nee, ich sehe schon, der eine will mich angreifen, ne? Ah, gebt mir doch mal ein bisschen Ruhe. Ich muss doch hier meine Arbeit erledigen. So. Na, toll. Yeah. Ja. Perspektive macht's. Meine Energie geht gleich wieder leer. Das geht immer so schnell bei mir. Zack, zack, zack. Dafür weiß ich, dass wir heute hart gearbeitet haben. Um diese ganzen Quests endlich zu erledigen. Gut. Oh, ich sehe hier auch noch einen. Den können wir auch gleich mitnehmen. Ich hoffe, die Energie reicht aus.
Sieht schlecht aus, ne? Oh oh. Nein! Habe ich noch was zu futtern? Was mir Ausdauer geben würde? Oh, hier Fleisch? Nur 4. Na toll. Na gut. Was soll's? Was soll man machen, ne? Dann geht's erstmal wieder zurück und dann schauen wir mal, ob wir hier diese versteinerten Holzstöcke herstellen können. Ob wir genug Holz jetzt gesammelt haben. Ich denke eigentlich schon, ne? Wir haben gut was zusammengekriegt. Wisst ihr, was ich noch machen wollte? Schon häufiger? In den Optionen... Warte mal, unter wo ist das jetzt? Ich glaube, unter Spiel müsste es ja dann sein. Oder? Ja. Einführung? Nee. Minikartensperre. Hier, überspringe die Zwischensequenzen der Jagdmischstation. Das wollte ich machen. So. Weil ich fand die zwar immer schön, aber auf Dauer, wenn man häufiger die benutzt, wird es doch ein bisschen nervig. Deswegen finde ich das praktisch, dass man das hier einfach ausstellen kann. Und direkt dann hier landet. So, dann geht das schneller. Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie sieht das hier jetzt aus. Wir haben jetzt noch ein paar Bronzestangen eingesammelt. Ja gut, das können wir auch nichts weiter. Da können wir erstmal auch nichts weiter machen. Ich kann die auch erstmal nicht verbessern. Das kann ruhig hier weiter so laufen. Genau, ich habe raues Tuch hergestellt und nicht Segeltuch. Tja. Tja, tja. Aber ich kann ja jetzt welche nachherstellen. Die brauchen wir eh regelmäßig. Ach stimmt, ich habe die noch gar nicht gemacht, ne? Hab ich das vergessen? Ich habe gerade voll die Gedächtnislücke. Was ist das? Ich glaube, ich habe die Quest noch gar nicht erledigt, ne? Aber das holen wir auch alles hier noch nach. Hier, versteinerter Holzstock. So. Die machen wir jetzt. Perfekt. Na gut, heute werden wir es wahrscheinlich dann nicht mehr schaffen, das Schild komplett aufzubauen. Aber morgen auf jeden Fall. Okay. Wie sieht es hier aus in der Ecke? Auch ganz entspannt. Ein bisschen putzen. So. Hier ist auch wieder schön viel Platz. Wie sieht es hier aus? Können wir die Bronzestangen schon mal reinpacken? Jetzt fehlen wirklich nur noch die Holzstöcker, ne? Dann ist das soweit fertig. Gut. Das finde ich sehr gut. Dann können wir noch mal schauen, ob wir uns hier um den Garten noch etwas kümmern können. Das sieht wieder so ein bisschen leer aus hier. Können wir ein bisschen hier was nachfüllen. Die Frage ist nur, womit? Ich glaube, Kartomaten sind gut. Weil unser Kamel mag gerne Tomaten, glaube ich, ne? Oder waren es Kartoffeln? Ich glaube, Tomaten. Bin mir nicht sicher, aber beides wäre ja da ja richtig. Vielleicht ein paar Bergrosen hier noch einpflanzen. Ich könnte auch hier mit der Biokruste, die habe ich auch noch nicht benutzt, den Baum endlich einpflanzen, den ich schon seit längerem einpflanzen wollte. Hier können wir auch noch ein bisschen was machen, so. Und wo ist er? Oh, mysteriöse Blumensetzlinge, die kenne ich gar nicht. Hier, Kaffeeteebaumsamen, die wollte ich einpflanzen. So. Muss ich auch natürlich auch gießen. Oh, das hat ja viel Wasser in Anspruch genommen. Oha. Okay. Dann kann ich die noch hier einpflanzen. Oh, ich habe nicht genug Wasser. Ich sehe es schon. Ja, das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Gut, dann lassen wir das erstmal, ne? Wie sieht es hier aus?
Oh ja, die Tomaten mag er gerne. Die sind ihm auch schon ausgegangen. So, bitteschön. Und hier... Oh, diese Ecke vergesse ich immer, ne? Deswegen wird es auch dringend Zeit, um hier alles neu umzustellen. Hier fehlt mir nur eine Bronzeplatte, ne? Für die Verbesserung. Hier die Blutsteinsägen. Die könnte ich theoretisch noch herstellen, ne? So, ein paar Bronzeplatten. Hier kann ich erstmal noch nichts Neues machen. Okay. Oh ja, hier dauert das, glaube ich, noch länger, bis ich das verbessern kann. Okay, gut, Leute. Ich glaube, der Tag war recht umfangreich. Da werden wir ihn am besten gleich auch schon beenden, weil hier wird da erstmal nichts draus mit den Segeltüchern. Das dauert zu lange. Ja, dann würde ich an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.